Ja, Jan, schönen guten Morgen erstmal. Schön, dass du die Zeit gefunden hast heute für das Interview. Ich hatte dich im Vorfeld ja schon informiert über den Expertenblog, sprich die Interviewreihe, die ich im deutschsprachigen Raum zurzeit aufbaue, fast ein Dreivierteljahr schon. Diesbezüglich startet es wie immer in der Reihe direkt mit dir, sprich mit dem Elevator-Pitch von dir, dass du dich mal bitte vorstellst mit den Titel, Thesen und Themen, mit denen du aktuell unterwegs bist. Okay, ja. Ich bin Jan von Berg und ich bin expertentechnisch derjenige, der mit Hypnose in der Veränderungsarbeit tätig ist. Veränderungsarbeit heißt dabei sowohl im Business Coaching wie auch im therapeutischen Bereich. Ich mache seit etwa 20, über 20 Jahren jetzt Hypnose und habe über die Jahre das Ganze dann aufgrund meiner eigenen beruflichen Laufbahn in die Business-Ecke überführt, habe mich 2003 damit rein auf den Bereich Hypnose im Einsatz spezialisiert. Und heute gehören zu meinen Kunden im Grunde Menschen, die sich entweder verändern möchten oder verändern müssen, aus welchen Gründen auch immer. Drei Viertel davon sind Businesskunden, das heißt also Unternehmer, Führungskräfte unterschiedlicher Ebenen. Da gehören allerdings auch Unternehmen dazu. Das heißt also, wenn es um Organisationsumstrukturierung geht, ich war früher Fusionsbeauftragter unter anderem einer Bank und nachher im Headhunting tätig, da ging es auch immer um Veränderungsprozesse. Das heißt, ich unterstütze ab diesem Jahr vor allen Dingen auch nicht nur die Mentalseite, sondern die Verbindung zwischen Mentalseite und auch gerne der technischen Ecke. Das heißt, wie kann ich mein Leben so optimieren mit den Tools, die es heute gibt, sodass ich insgesamt auch, sag mal, entstressen kann. Ja. Gab es da in deinem Leben bezüglich dem Thema Hypnose irgendwie sowas wie eine Initialzündung, die dich in diese Richtung gebracht hat? Ja, Initialzündung hört sich immer so an wie ein Lichtfeld auf mich runter und ich Ja, weiß nicht, was zück. kommen wird. Ja, also ich hatte früher zwei Pflegefälle selber in der Familie, die habe ich selber gepflegt und habe dann nach der Schule Zivildienst gemacht, bin darüber unter anderem in den Rettungsdienst reingestolpert und der Ausbilder, der Chefarzt in der Anästhesie, der machte Schmerztherapie. Und über das Thema bin ich an die Hypnose gekommen und habe dann festgestellt, dass ich im Grunde in der Arbeit damals mit meinem Opa, immer wenn wir uns unterhalten haben, hatte der keine Schmerzen, ja, nichts anderes gemacht habe, als Trancezustände zu erzeugen. Natürlich unbewusst, klar. Und dann hat mich das angefangen, so richtig zu interessieren und dann habe ich mich in das Thema reingestürzt und seitdem hat es mich auch nicht mehr losgelassen. Das kann man so als Initialzündung bezeichnen, denke ich. Wenn ich jetzt so als Unternehmer oder ich als Einzelperson auf dich zugehen würde und sage, ich brauche da einen Veränderungsprozess, auf was müsste ich mich bei dir einlassen? Und was wären so die ersten Schritte, auf die ich mich bewegen müsste zu dir? Ja, auf was muss man sich einlassen? Also ich denke, für die meisten, egal ob sie aus der therapeutischen Ecke kommen oder halt klassisch aus dem Business Coaching ist, dass sie die Erfahrung machen, dass Veränderungsarbeit auch Freude bereiten kann. Ja, weil häufig ist es so, die Leute haben gelernt zu kämpfen. Ja, das Leben ist kein Ponyhof, du musst dich da durchbeißen, du musst Disziplin zeigen und so die typischen Dinge. Die haben aber nicht gelernt, dass das kindliche Lernen ja immer noch Spaß machen darf. Und wenn es Freude bereitet und wenn es Begeisterung produziert, das kann die Hirnforschung ja heute auch nachweisen, dann klappt das mit der Veränderung da oben drin auch besser, weil allein auf der biologischen Seite oder biochemischen Seite Prozesse angestupst werden, die das unterstützen. Das heißt also, wenn Leute mit einem unangenehmen Thema kommen, reicht das, wenn das Thema unangenehm ist. Die Arbeit darf dann sehr angenehm sein und dadurch führt sie normalerweise auch sehr schnell in den Veränderungsprozess rein und wir erreichen im Normalfall dann auch gute, nachhaltige Ergebnisse. Ich sage es jetzt mal ein bisschen ironisch, ich darf dann wieder in die Krabbel- und Spielerecke, um mich geistig und mental fallen zu lassen, wieder in die Zeit, wo ich noch nicht in in diesem gesellschaftlichen Gerüst, sage ich mal, mich begeben habe. Gut, das ist jetzt ein bisschen arg übertrieben. Also ich sitze auch nicht im Räucherstäbchenkreis und tanze oder trommle. Nichts dagegen gibt es auch, die Variante. Ich bin, wie gesagt, aufgrund meiner eigenen beruflichen Ausrichtung und aufgrund meiner Zielgruppe natürlich schon so, dass ich euch oder denjenigen dann von der logischen Seite abhole und sehr pragmatisch und strategisch arbeiten kann. Aber die Mentalebene wieder zu erfahren, dass das geht, dass das halt nichts damit zu tun hat, dass ich da jetzt irgendwie vorpubertär wieder Ressourcen aktiviere, die dann lächerlich erscheinen, sondern wirklich zielgerichtet eingesetzt werden können. Das ist das, worum es geht.
War auch jetzt nicht so gemeint, ich habe es nur selber festgestellt, wenn ich habe über Jahre hinweg immer morgens meine Kinder zum Kindergarten gebracht. Diese Phase, wo sie aus dem Kindergarten heraus in die Schule, in eine bestimmte Form hineingebracht worden sind, ist ja immer der Punkt, wo man viel heute darüber diskutiert, wo dann irgendwann mal auch die Kreativität verloren geht. Sagen viele. Letzten Endes ist ja auch dieses Gefühl, ich muss ja nicht alles in dieser Form, in diesem Regularien machen, in denen ich unterwegs bin, sondern ich kann mich einfach auch mal fallen lassen in eine Form zurück, die dem Kindlichen ein wenig entspricht, weil da habe ich diese Druck und diese Verantwortung spürbar noch nicht, die mich in so einem Hamsterrad hineinbringt, der wiederum es benötigt, in einen Veränderungsprozess hineinzustarten. Ja, richtig, genau. Ja, also diese Lockerheit, diese Freiheit, das ist tatsächlich die Ressource, um die es geht, sich selber wieder zu erlauben, auch mal spinnerte Ideen zu produzieren. Genau. Und daraus dann aber mit dem logischen Teil nachher zusammen eine Richtung zu erarbeiten, die es mir erlaubt, meine Ziele im Leben, meine Visionen, die ich mir im besten Fall dann, entweder habe ich sie schon oder ich erarbeite sie mir, dann auch umzusetzen. Darum geht es. Das heißt, Hypnose muss man eigentlich dann auch in unterschiedlicher Form verstehen. Das heißt, allein durch die Art und der Tiefe der Gespräche kann ich schon in so eine Art Hypnosezustand fallen, ohne dass ich jetzt gefühlt komplett weg bin? Ja, natürlich. Die meisten kennen das ja aus dem NLP oder wenn ich mal in den Businessbereich schaue, ein Mensch, den sicherlich die meisten aus der Business-Ecke kennen, Nikolaus Enkelmann, ja, der Grand Seigneur, der damals mit dem Alpha-Training die Business-Ecke so ein bisschen revolutioniert hat, der ja auch heute ganz offen Hypnose anbietet, zeigt im Grunde, dass der Begriff einfach nur in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten ein bisschen schwierig einzuordnen war. Er ist mittlerweile salonfähig geworden. Ich glaube, die seriöse Hypnotherapie, die hat das auch ein bisschen unterstützt, dass man halt sagen kann, gut, das ist nicht Hokuspokus oder irgendwelcher Quatsch, sondern das ist ein ordentliches, seriöses und strategisches Arbeiten mit dieser unbewussten Verstandesebene. Geht ja auch mittlerweile immer mehr darum. Ich sag mal, es gibt ja schon die nächsten Generationen, die wirklich sagen, für mich ist das Leben wieder so, dass es nicht heißen muss, Arbeit ist im Vordergrund, sondern der Spaßfaktor und die Freude am Leben. Klar ist es eine gewisse Art von Notwendigkeit, aber sie sollte sich auch so darstellen, dass dieser Spaß- und Freudefaktor da ist, weil dann komme ich vielleicht, was vielleicht dann für dich nicht ideal wäre, vielleicht nicht in dieses Hamsterrad rein, sondern, ne, wobei man sagen muss, ist nicht auch dauerhaft sowas, was du anbietest, eh notwendig? Weil bevor ich überhaupt mich ins Hamsterrad begebe, ne, von wegen Präventivmaßnahmen, gibt es ja mit Sicherheit kleine und einfache Schritte, die auch in deinem Bereich dann auch mitgelehrt werden können. Ja. Reine Vermutung. Richtig, genau. Also es geht im Grunde unterm Strich darum, dass ich mich selber im therapeutischen Bereich weitgehend nachher arbeitslos gestalte und stattdessen die Menschen abhole, ihr Leben aktiv selber zu gestalten, mit ihrem Unterbewusstsein, mit ihrer unbewussten Verstandesebene, dass die ihr Leben gestalten können, dass sie sagen, ich kann da glücklich werden, ich fühle mich gut, ich habe Freude an dem, was ich da mache. Im besten Fall natürlich eine Berufung finden, ja, dann heißt ja immer so schön, dann arbeite ich nie mehr, dann habe ich einfach nur noch Spaß. Und im besten Fall verdiene ich damit dann halt auch mein Geld, meinen Lebensunterhalt. Ich denke, dass dieser Wandel in den letzten Jahren sehr deutlich ist. Ich denke da auch an viele Coaches, die im Internet-Marketing-Bereich tätig sind und das ja durchaus sehr stark rausposaunen, ob es immer so der Realität entspricht. Naja, gut, okay, müssen wir mal schauen. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall das, was ich unterstütze. Ja. Und das mache ich ja auch, gerade wenn ich in die Unternehmen gehe. Du hattest es ja eben angesprochen, also es gibt ja so Unterscheidungen, also Speaker, Vortragsredner, Coaches, Trainer, Consultants. Ja. Also ich sehe mich im Grunde mit dem Mix seit Jahren. Ich halte genauso Vorträge bei Unternehmen oder Verbänden, wenn es darum geht, die unbewusste Seite zu nutzen, ja, die unbewusste Seite des Erfolgs oder des Business, wie man es auch immer ausdrücken mag. Das geht in Leadership rein, das geht in ganz unterschiedliche Segmente, Gesundheitsmanagement. Also man kann das wirklich sehr stark ausdehnen, das siehst du, deswegen ist es ein bisschen schwierig, komplett zu fassen. Aber unter diesem Aspekt Veränderungsmanagement hin zu einem befreiten, selbstbestimmten, glücklichen und damit auch gesunden Leben. Das ist im Grunde das, worum es dann im Kern geht. Das heißt, sich ein bisschen mehr wertschätzen, weniger das Geld in das teure Öl fürs Auto investieren, sondern in sich, in seine Gesundheit, in seine Weiterbildung, als auch in
die Planung seiner eigenen privaten und beruflichen Ziele überhaupt? Das kann es sein, aber das kommt natürlich sehr stark auf das Wertesystem eines Menschen an. Wenn jetzt jemand sagt, mein größter Traum ist es, ich will da jetzt einen Porsche, einen Ferrari oder einen Maserati oder was auch immer fahren, und das gibt ihm tatsächlich irgendetwas. Gut, wieso soll ich es ihm ausreden, wenn ich jetzt sage, ich brauche das persönlich nicht unbedingt, das ist meine Meinung, aber das Wichtige bei meiner Arbeit ist, dass ich nicht meine Überzeugungen oder Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, reinnehme, sondern dass ich immer das nehme, was meine Klienten mir bringen und die Zielstellungen. Und entweder passt das so, dass ich sie dabei unterstützen kann, oder, und das gibt es halt auch, dass ich sage, das passt zu meinem Wertesystem jetzt so gar nicht, und dann können wir leider nicht arbeiten. Ja. Also gerade in der Ecke Personen, die im öffentlichen Leben stehen. Ich habe ja durch meine Arbeit auch immer mal wieder Kontakt in die VIP-Ecke, wie man so schön sagt, very important oder unimportant persons, oder Fernsehecke. Da sind schon viele dabei, die sehr stark an der Oberfläche kratzen, und die merken dann häufig auch, in dieser Arbeit kann man die Maske sozusagen wegnehmen, oder muss man auch wegnehmen, und an den Kern auch der Persönlichkeit nehmen. Und dann passen viele Sachen nicht mehr so ganz zu dem, was sie da ursprünglich mal vorhatten. Entweder sie lassen sich drauf ein oder halt nicht. Weil sie dann nicht mehr authentisch sind auf ihrem Weg, oder weil sie, was mir auch viele schon erzählt haben, auf dem Weg nach oben irgendwann mal auch so gefühlt so ein bisschen die Bodenhaftung verloren haben? Ich denke eher das Letzte. Also die Bodenhaftung verlieren, gerade in der Business-Ecke, also wenn ich mit Vorständen arbeite oder Geschäftsführern von großen Unternehmen, die haben ja häufig das klassische Problem, die Luft wird dünn, ja, die haben sich da irgendwie hochgekämpft, sage ich mal, und damit habe ich im meisten Fällen da nicht nur Freunde gewonnen, häufig dann auch in der eigenen Vorstandsebene ist dann manchmal Hauen und Stechen angesagt. Da heißt dann, ich darf keine Schwäche zeigen, aber ich merke, dass ich da irgendwie kaputt dran gehe. Da einen externen klassischen Coach zu haben, der nicht den Frühstücksdirektor Gruß drauf hat und alles absegnet, sondern wirklich kritisch hingeht und sagt, pass auf, wir haben eine nachhaltig ausgeprägte partnerschaftliche Begleitung hier. Du bekommst von mir ein Feedback, das ist ehrlich, das ist vielleicht nicht immer das, was du im ersten Schritt hören möchtest, aber es soll Impulse geben, die dich bewusst und unbewusst in einen Veränderungsprozess reinbewegen, sodass du auf Dauer dein Leben auch so gestalten kannst, dass es für dich angenehm ist. Heißt dann aber in dem Zuge fast schon wieder für dich, ja, würde ich mal formulieren, ein Dauereinsatz, weil dann ist jetzt ja schon fast ein Unternehmenskultur-Philosophie-Thema, weil wenn ich da oben einmal das Glück habe, anfangen zu dürfen, sind es auch Themen, die man weitergeben muss, damit jeder die Wandlung des Menschen auch versteht. Ja, das ist das große Ding. Vielleicht erkläre ich da nur ganz kurz. Ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ganz am Anfang in der Bank gearbeitet, wie gesagt, war da Fusionsbeauftragter zum Schluss und bin danach in eine Unternehmensberatung gewechselt. Also Personalberatung, Headhunting, Mittel-Top-Management international. Da war ich einer der Jüngsten. Das heißt also, du kannst dir das vorstellen, du fliegst dann nach Hamburg ins Alsterviertel, hast ein schönes Hotel, hast ein Gespräch zur nächsten Vorstandsposition. Genau. Dann kam der Vorstand rein, drückte mir seine Unterlagen in die Hand und sagte, wenn Ihr Chef nachher kommt, reden wir. Ich habe mich dann eine halbe Stunde locker mit ihm unterhalten bei einer Tasse Kaffee, bis der gemerkt hat, da kommt ja gar keiner mehr. Und dann hat er festgestellt, dass er gar nicht drauf gehört hat, wie ich heiße und dass ich der Ansprechpartner war, mit dem er sich da treffen sollte. Zu den meisten dieser Klienten habe ich heute noch ein recht gutes Verhältnis. Ja, das heißt also, die Beziehungen sind da, nur dass wir anders miteinander arbeiten. Also so schlimm kann es wohl nicht gewesen sein. Und das war für mich auch das Glück, dass ich genau in diese Ebene dann halt auch einsteigen konnte. Ich würde es aber nicht daran ausschließlich festmachen, dass das jetzt sein muss. Also mir macht die Arbeit mit einem mit einer Nachwuchsführungskraft oder mit einem Start-up zum Beispiel auch immer sehr viel Freude, weil ich da im Grunde ansetzen kann, bevor die in den Mist reinlaufen. Also als Business Angel jetzt nicht nur, was das Monetäre angeht, sondern auch was Know-how angeht. Und das finde ich toll, da kann man viel machen.
Ja, sind ja auch heute immer mehr die Themen, die Richtung ja, Unternehmensphilosophie, Führungskräftemangel und immer mehr kommen werden, wo es heißt, ich werde von außen, von überall, ob als Einzelperson oder Unternehmen betrachtet, in einer ganz anderen Art und Weise, habe auch viel mehr Transparenz darzulegen. Und dann sind es natürlich wichtige Kriterien. Wie ist so die Soft Skills, die weichen Faktoren des Unternehmens, wie werden die nach außen getragen? Und da es ja im Netz ja auch noch viele Themen gibt, dazu Bewertungsplattformen, von Unternehmen selber, teilweise Führungskräfte und, ist man ja in so einem dauerhaften Rampenlicht. Das heißt, eigentlich ist man ja positiv genötigt, sich jemanden an der Seite zu nehmen, der zwischendurch mal einem wieder so ein bisschen so sagt, okay, alles gut, aber an den und den Stellen kannst du arbeiten. Ja. Inwieweit hat diese Themenwelt, auch diese Online-Welt mit dazu beigetragen, dass Leute auf dich zukommen, weil sie sagt ja eigentlich aus, ich meine, ich habe sie auch begleitet seit 96, dauerhaft, weil ich auch in dem Bereich tätig bin, es führt ja teilweise dazu, dass es alles nur noch dynamischer wird. Ja. Umso mehr so wird, dass es heißt, ich muss mich als Marke präsentieren, ich muss meine USPs irgendwie rauskehren und das alles, aber schnell, 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 schnell. Führt das nicht auch schon dazu, dass ich dann im Rad lande und dann im positiven Sinne bei dir oder im negativen, wie man es möchte? Im Positiven natürlich. Ja, das führt tatsächlich dazu. Also ich habe mal hier das kleine Schmuckstück hier. Es gibt dieses hübsche Bild, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, von der Papstwahl von Ratzinger und der Papstwahl von Franziskus. Ja, das ist dieses schöne Bild, wo man auf den Petersdom schaut, diese Menschenmenge sieht. Ja, auf dem ersten Bild Menschenmenge Petersdom, auf der zweiten Menschenmenge und Petersdom und 90% Smartphones und Tablets, die Fotos machen. Das heißt also, mit solchen technischen digitalen Revolutionen ergeben sich Möglichkeiten im positiven Sinne. Also beispielsweise, ich kann überall alles nachschauen, ich kann mir den Coach meines Vertrauens suchen, sofern der da vorhanden ist. Ja. Und der muss dann sich auch entsprechend da positionieren. Der muss heute in den Social Media Netzwerken aktiv sein. Bei mir persönlich fing das an damals mit OpenBC. Ja. Also kriege ich mein ledernes Adressbuch Sprich Xing, in ja. Xing rüber. Gefriemelt in LinkedIn oder nachher dann vermehrt auch in Facebook, ist übrigens heute auch einer der Kernbereiche, in denen ich auch tätig bin. Man muss nur wissen, wie man sie sinnvoll einsetzt, ohne sich selber einen Stress auszusetzen, wo ich alle 3 Minuten sozusagen durch das Klingeln einer E-Mail ist angekommen, eine WhatsApp-Nachricht ist angekommen oder was auch immer, irgendwann total in den Burnout renne, weil ich es einfach nicht mehr geregelt kriege. Das heißt, ich muss lernen, wie kann ich mit diesen Dingen umgehen? Auf der einen Seite technisch und auf der anderen Seite, wie kriege ich das Mentalsystem so darauf ausgerichtet, dass ich es wirklich nutzen kann? Ich mache ein Beispiel. Dein Handy hast du wahrscheinlich ständig bei dir, oder? Ohne das fühlt man sich ja mittlerweile nackt, wenn man aus dem Haus geht. Ja, richtig. Wenn Menschen Ideen haben, ja, Aufgaben, Tasks, dann geht es häufig darum zu sagen, da muss ich dringend dran denken, dass ich, wenn ich einkaufe, noch das und das mitbringe. Und im Büro muss ich dran denken, dass ich das und das mache. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, muss ich dringend noch das und das und das tun. So, das Gehirn merkt sich das natürlich. Also wenn du Markus Hofmann fragst oder den Olli Geißelhardt oder so, ja, die bringt dir Techniken bei, wie du dein Gehirn auf Vordermann bringen kannst. Der Haken ist nur, und davon bin ich überzeugt, wofür musst du dir den ganzen Mist eigentlich merken, wenn du ein verlässliches externes System hast, was du ständig bei dir hast, wo du die Sachen erfassen kannst und dich mental um die wichtigen Dinge, um deine Ziele, Visionen und so weiter kümmern kannst und den Kleinkram, der sicherlich auch notwendig ist, um dahin zu kommen, aber ausgelagert hast in diesem System. David Allen hat ja vor, ich weiß nicht wie viele Jahren oder Jahrzehnten, GTD, Getting Things Done, entwickelt als Methodik. Ja, da war es ja noch egal, ob es auf Papier ist oder halt elektronisch. Das kann man wunderbar umsetzen. Und diese Kombination, wie kriege ich aus meinem Kopf die Sachen raus in das System und wie kriege ich das insgesamt zu einem Package, dass ich weniger gestresst die Dinge erledigt bekomme, die heute in dieser Vielfalt auf mich einströmen. Das ist die Herausforderung.
Wie bist du da selber mit umgegangen? Weil sie hat ja auch dein Leben begleitet. Hast du das in dieser selben Lockerheit gemacht oder war es für dich auch so ein Lerneffekt, wo du sagst, ja, ich habe mich natürlich auch erwischt, wo ich dachte ab und zu, dass öfter ich jetzt auf Facebook poste oder in Xing unterwegs bin, desto mehr werde ich gesehen, desto mehr tut es ja auch meiner eigenen Person, meiner Marke gut im Endeffekt. Ja. Nein, ich mache das natürlich alles total perfekt. Nein, Elektronik hat mich von früher an eigentlich immer interessiert, war ein Hobby gewesen und deswegen habe ich auch gesagt, jetzt wo diese Produkte, die da sind, also Software as a Service und solche Sachen, die sind mittlerweile so gut und da kann ich dieses Live-Coaching in diese andere Welt überführen oder miteinander verbinden. Und da kann ich wirklich praktische Tipps geben und auch auf der Mentalebene diese Gewohnheiten so verändern, dass die Leute das auch tun. Ja? Und ich sehe ja dann, wie die sich verändern. Also mir persönlich ist es im Grunde nicht schwer gefallen. Ich bin sehr neugierig. Also ich habe mir diese kindliche Seite tatsächlich immer präsent gehalten. Ich probiere alles aus. Ja? Und ich gerade auch heute, wenn du die ganzen Apps und Programme hast, ich spiele mir das drauf, ich gucke mir das an, ich teste das durch. Weiß, vielleicht werde ich dann im nächsten Jahr tatsächlich auch mal über den Blog so ein paar Videos dann entsprechend einstellen, weil das ist das, was bei mir dann tatsächlich fehlt. Ich bin nicht dazu gekommen, böse, mea culpa, ja. Aber da wird die Tendenz auch hingehen oder auch mehr Online-Coachings machen. Also wenn wir die Technik haben, wie jetzt ja auch, es ist von jedem Ort der Welt möglich, sollte man sinnvoll auch irgendwie nutzen. Du hast den passenden Einstieg für die nächste Frage eigentlich schon gegeben mit der beim Antwort, beim Start direkt, Thema Fehler. Ich nenne es immer Herausforderungen, sprich Lerneffekte im Leben, die einem nachher vieles gegeben haben, die man vielleicht auch als Tipp weitergeben kann. Ja. Gab es da irgendetwas in deinem Leben, wo du jetzt direkt sagst, ja, der Fehler, das auf die Fresse gehen oder die Situation, das war für mich ja schmerzhaft natürlich in dem Moment, aber im Nachgang aufbauend für das, wo ich heute vielleicht bin? Ja, gut, das ist eine tolle Frage. Wir fassen das ja heutzutage so schön unter dem Stichwort Resilienz zusammen. Das heißt, wie fällt man quasi hin, aber schafft es dann auch weiterzumachen? Wenn du so willst, bin ich ein lebendes Beispiel für Resilienz. Also bei mir hat, weiß Gott, nicht alles so straight funktioniert. Das war bei mir tatsächlich nie der Fall. Ich durfte sehr viel lernen. Ich habe auch viele Lektionen dabei gehabt, wo ich sage, naja gut, die hätte ich jetzt nicht wirklich unbedingt gebraucht. Aber ich habe gelernt, auch durch meine persönliche Entwicklung, ich habe mich sehr stark immer mit Persönlichkeitsentwicklung halt natürlich auseinandergesetzt und den Möglichkeiten, die es da gibt. Also ich habe heute einen Punkt, wo ich sage, ich habe ein tiefes Urvertrauen daran entwickelt, zum Ersten dankbar zu sein für die Dinge, die da sind. Ich habe nach und nach das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Es gibt noch ganz viele Sachen, die da am Horizont stehen, wo ich mich schon darauf freue, dass die auch da sein werden. Aber vieles in der Vergangenheit war tatsächlich eher schwierig, mühsam. Ich habe viele Rückschläge drin gehabt. Ich habe viele Krisen auch drin gehabt, die ich auch nicht unbedingt jedem gönnen möchte. Aber ich habe gelernt, dass die helfende Hand am Ende deines eigenen Armes ist und dass es für mich, und da kommt der Glaube sicherlich auch ein bisschen mit rein, eine Instanz gibt, die mich dabei unterstützt, die nämlich nicht das Ziel hat zu sagen, der Jan ist jetzt dafür da, dass er durchs Leben trottet und es ist schwierig und es ist alles so furchtbar, sondern dass ich wirklich mit Dankbarkeit sagen kann, das haben wir bisher alles geschafft. Gut, da bin ich als Rheinländer natürlich auch dann prädestiniert, der hat noch immer Jotje Jange. Ja, das geht auch weiterhin gut, das schaffen wir schon. Und diese optimistische Grundhaltung und diese Zuversicht, die kommt natürlich auch bei mir in die Arbeit mit rein. Das ist ganz klar. Das ist die Grundlage. Wenn jemand mit Zuversicht noch mehr über dich wissen möchte, wo findet er dich im Netz, sprich auf den sozialen Kanälen? Gibt es sowas wie öffentliche Veranstaltungen, ein Buch, keine Ahnung, eine Plattform, wo du sagst, ja, da findet ihr alles, guckt da einfach drauf. Ja, auch da natürlich mea culpa. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die noch kein Buch geschrieben haben. Also ich bin schlicht nicht dazu gekommen. Es war mir aber auch bisher, ehrlich gesagt, nicht das Wichtige dabei. Es gibt ja Vertreter, die sagen, du musst unbedingt ein Buch haben, damit das Marketing passt. Ich bin den Weg über die letzten Jahre anders gegangen. Ich habe vor, weiß nicht, 7, 8 Jahren fing das mit dem Fernsehen an, dass immer mal wieder ein paar
Themen ausgestrahlt wurden. Dadurch kam Öffentlichkeit. Finden tut ihr mich unter www.janvonberg.com oder vonberginstitut.de. Das ist die Business-Schiene dann sozusagen. Das andere ist die Person, also Hypnotherapie und Coaching. Aber ansonsten einfach bei Google Jan von Berg eingeben, dann werdet ihr zugeschüttet mit allem Möglichen, was da ist. Also das ist die einfachste Variante. Also ist dein USP auf jeden Fall dein Name schon mal, diese Einmaligkeit. Ja. Fantastisch, dann kann ich dir im Nachgang eigentlich nur in erster Linie Gesundheit wünschen. Allen anderen Dingen arbeitest du ja eh schon positiv dran und vielleicht ergibt sich nochmal die Möglichkeit, sich dann mal live kennenzulernen. Ja, das würde mich auch sehr freuen, Michael. Ich wünsche dir auch alles Gute, auch Gesundheit natürlich und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir für diesen Blog vor allen Dingen noch viele interessante Gesprächspartner. Ich danke dir, Jan. Tschüss. Bis.